Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Traden auf Wolke 7 mit Martin Görsch. Ich freue mich wirklich sehr, dass wir diese Webinarreihe wieder hier in diesem im neuen Jahr mit Martin veranstalten dürfen und können. Und freue mich natürlich auch, dass Sie heute live dabei sind. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto und ich begrüße Sie im Namen von FX Flat. Und bevor ich jetzt an den Martin übergebe, muss ich ganz kurz wie immer den Risikohinweis besprechen, denn da hat sich nichts geändert. Sie müssen Ihre eigene Entscheidung treffen. Dieses Event bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. Und dieses Webinar dient wie immer nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Ganz wichtig. Gut, ein paar bekannte Namen lese ich hier. Schön, dass Sie da sind. Und ich übergebe jetzt an den Martin. Ja, vielen Dank, Martin, dass du heute für uns die Zeit gefunden hast. Und bin sehr gespannt. Wünsche viel Erfolg und viel Spaß. Super, vielen Dank. So, dann suche ich mal kurz den richtigen Monitor. Das müsste dieser sein. Ja, das passt, glaube ich. Okay, ich mache mal gerade noch kurz meine Kamera an, wenn es denn funktioniert. Ja, scheint so. Sehr gut. Ganz hervorragend. So, wenn Sie das nicht ertragen, dann können Sie die natürlich auch jederzeit wegschalten. Ich werde auch mal kurz gucken, dass ich hier noch die vernünftige reinhole. So, Webcam, Einstellungen, zack. Okay, so, jetzt sollte das alles ganz okay sein. Gut, dann begrüße ich Sie erstmal ganz recht herzlich hier heute zum Webinar Ichimoku Kinko Hyo, Trendhandel auf Wolke 7. Bedanke mich natürlich ganz herzlich bei FX Flat, dass ich die Möglichkeit habe, hier mal ein bisschen was auch von mir zu zeigen, was vielleicht nicht so alltäglich ist, nämlich eben genau so ein bisschen arbeiten mit dem Ichimoku-Indikator. Ich finde den immer ganz toll, gerade vielleicht für Händler, die noch nicht ganz so viel Erfahrung haben und vielleicht noch gar nicht so genau wissen, wie sie eigentlich arbeiten wollen, wo sie hinwollen, weil es eine wirklich einfache Geschichte ist, sich einen schnellen Überblick über den Markt zu verschaffen, sofort zu schauen, in welchem Trend befinden wir uns, möchte man eine Position traden, ja oder nein, und natürlich auch sich hier relativ schnell und ganz, ganz simpel, vollautomatisch, wenn man denn die Möglichkeit hat, sich über neue Signale informieren zu lassen. Und das, was hier bei mir auf der Startfolie drauf ist, diese kleine Schachtel hier mit den Top-Trader-Signals, das ist also etwas, wenn Sie noch kein FX-Flat-Konto haben sollten und spielen mit dem Gedanken, eines zu eröffnen, dann würde das tatsächlich Sinn machen, bei mir einmal auf die Website zu gehen und oben im Bereich unter Kontoeröffnung im Menü FX-Flat da auszuwählen. Dann kommt man da nämlich auf die entsprechende Startseite von mir für die Eröffnung von einem FX Flat Konto, und dann gibt es tatsächlich dieses Top Trader Signals Add-on für mehrere Wochen kostenlos, und dann kann man sich im Prinzip über einen Agena Trader, den man über FX Flat ja auch kostenlos bekommt, sich diese Signale alle vollautomatisch in den Chart holen lassen. Ja, und das werden wir uns dann auch gleich mal kurz anschauen, wie das Ganze aussieht. Und wir werden heute gar nicht so viel Schulung machen. Das hatten wir ja schon im letzten Jahr, haben wir schon mal sehr ausführliche Schulungen über Ichimoku gemacht hier bei FX Flat. Falls Sie das verpasst haben sollten, dann kann ich nur empfehlen, einfach mal bei FX Flat auf der YouTube-Seite oder auch auf der Website unter den Aufzeichnungen mal zu schauen und sich diese Ichimoku-Einführung noch anzugucken. Ja, weil dann sieht man auch tatsächlich, wie diese Indikatoren funktionieren, wie man das Ganze interpretiert. Und wir werden eben heute wieder diese typischen Analyse-Sessions machen, die wir auch in den letzten Sessions im letzten Jahr gemacht haben. Dazu werden wir uns so ein paar große Indizes anschauen, gucken, was sich da ganz frisch an Signalen entwickelt hat. Und ich habe auch immer eine Watchlist an Werten, die ich persönlich gerade sehr interessant finde. Da werden wir auch noch nachher einen Blick drauf werfen und gucken, was sich da vielleicht ergibt. Das sind dann Werte, die nicht unbedingt in den großen Indizes gelistet sind, die aber gerade überhaupt in hochinteressanten Ausgangssituationen stehen. Wir werden mal schauen, ob wir vielleicht dann hier auch im Laufe der Zeit ein paar direkte Setups erarbeiten und ein paar Trades auch aufbauen, die wir dann auch beim nächsten Termin rückwirkend nochmal besprechen, schauen, ob die noch geöffnet sind, wie die sich verhalten haben,
oder wo da entsprechend vielleicht eine Position geschlossen worden ist. Ich glaube, ich brauche jetzt zum Risk-Disclaimer hier gar nicht mehr viel sagen. Das hat der Nelson gerade freundlicherweise schon übernommen. Von daher gehe ich noch mal ganz kurz hier über die Folien. Und das, was ich eigentlich noch mal zeigen wollte, ist das hier einmal kurz nur die Begriffe zu zum Ichimoku-Indikator. Da ist eben einmal wichtig, ja, diese nachlaufende Linie hier, die läuft um 26 Kerzen nach, die blaue, das ist die sogenannte Chikospan. Da wird am Ende immer nur geschaut, befindet sich der Kurs aktuell oberhalb oder unterhalb dieser Linie. Dann haben wir, im Prinzip ist es etwas wie gleitende Durchschnitte, die werden aber anders berechnet. Das sind tatsächlich Mittelwerte zwischen Minimum- und Maximumwerten einer bestimmten Zeitspanne. Wie gesagt, gerne da nochmal in die ersten Aufzeichnungen reinschauen. Da ist es alles genau erklärt, wie das funktioniert und was das für Linien sind. Aber man kann diese Tenkan-Sen und Kijun-Sen so ein bisschen mit einem gleitenden Durchschnitt vergleichen. Die Signalgebung funktioniert ähnlich. Und der Kern von Ichimoku ist im Prinzip diese Kumo. Ja, und diese Kumo, das ist quasi die Wolke. Und das ist immer das Erste, worauf ich schaue, wenn ich einen Ichimoku-Indikator aufmache. Befinden wir uns im Preis unterhalb der Wolke oder oberhalb der Wolke? Ja, und der Grund dafür ist ein ganz einfacher, weil wir im Prinzip sehr simpel über diese Wolke den aktuellen Trend erkennen können. Ja, und ganz typisch, ich habe jetzt mal hier ein etwas älteres Beispiel von einer Netflix-Aktie, ist am Ende auch völlig egal, was man sich da anschaut. Wir gucken ja gleich noch auf ganz, ganz viele verschiedene Werte. Aber hier ist erstmal ganz wichtig, ist der Kurs unterhalb der Wolke, dann sind wir tendenziell eher in einem Abwärtstrend. Befindet sich der Kurs oberhalb der Wolke, dann sind wir tendenziell eher in einem Aufwärtstrend. Das heißt, Kurs unter der Wolke wollen wir prinzipiell, ja, wenn überhaupt, dann short sein. Kurs oberhalb der Wolke ist normalerweise gut für ein Long Setup. Ja, aber das schauen wir uns gleich noch mal ein bisschen in Ruhe an. Na, und oft ist es dann so, wenn sich der Kurs innerhalb dieser Wolke bewegt, dann sind wir meistens auch dann über mehrere Tage oder auch mehrere Wochen so ein bisschen seitwärts ausgerichtet. Ja, das ist im Prinzip das, womit wir hier jetzt überwiegend arbeiten werden. Ich habe das Fragenfeld hier offen. Das heißt, wenn zu irgendetwas, was wir hier heute machen, Fragen auftauchen, dann bitte gerne direkt in den Chat. Ich bin immer dabei, das auch dann zeitnah zu beantworten, wenn es denn passt. Am Ende soll hier niemand irgendwie mit Fragezeichen rausgehen, sondern eher mit Ausrufezeichen und sagen, ah, okay, jetzt habe ich das verstanden. Ja, das ist am Ende das, worum es geht. Gut, ich bin jetzt einfach mal hier direkt in die Plattform reingegangen. Ganz kurz zur Erklärung. Ich hole mal gerade mein Zeichentool mit rein. Wir haben hier verschiedene Bereiche auf dem Chart. Das hier oben, das große Chartfenster oben, das ist immer der Tageschart. Das ist für mich quasi die Handelszeitebene. Ja, wir werden uns hier jetzt überwiegend Swing Trades anschauen mit einer Haltedauer von mehreren Tagen bis zu mehreren Wochen, wenn es gut läuft, weil wir das eben über die Zeit dann auch tatsächlich gut betreuen können und auch gut immer mal wieder im Recap nachschauen können, wie haben sich denn die einzelnen Positionen entwickelt. Hier im unteren Bereich haben wir entsprechend zu der Aktie immer den Wochenchart. Ja, den benutze ich, um mir einen Überblick über das größere Bild zu machen, zu schauen, auf welchem Niveau befinden wir uns gerade langfristig, wie sehen die Trends gerade aus langfristig. Ja, und das, was hier alles in dem Hauptchart drin ist, bis auf dieser gleitende Durchschnitt, der hier drin ist, ja, das ist ein 200er gleitender Durchschnitt. Den kann ich hier im Prinzip auch mal rauslöschen. Den brauchen wir gar nicht unbedingt. Ja, unser Trend wird hier im Prinzip vom Ichimoku-Indikator angegeben. Also alles, was hier oben drin ist, sind diese klassischen Ichimoku-Linien und ist im Prinzip nur der Ichimoku-Indikator. Ja, wenn ich den hier ausschalte, dann ist alles weg. So ist das ganz klassische Chartbild. Sind keine anderen Indikatoren drin. Schalte ich den Ichimoku ein, sieht das Ganze so aus. Ja, und das ist eben ja eine sehr einfache Möglichkeit, mit relativ vielen Indikatoren hier auf einmal zu arbeiten, die aber als großer Vorteil alle ja ein ganz klares Regelwerk im Prinzip dahinter haben,
wie das Ganze zu interpretieren ist. Und das habe ich auch in den Einführungswebinaren hier alles erklärt. Also gerne da nochmal reinschauen, für wen Ichimoku noch ein bisschen neuer ist. Dann habe ich immer drin, hier im unteren Chartfeld, meinen eigenen Trendindikator. Ja, Gersh Trend nennt er sich. Den gibt es inzwischen ja eigentlich für alle größeren Plattformen: MT4, MT5, Agena Trader, Ninja Trader, Motive Waves. Also im Prinzip für fast alle größeren Plattformen gibt es den inzwischen. Kann man bei mir über die Website relativ einfach beziehen, wenn man den dann nutzen möchte. Und das ist in allen Zeitebenen, ja, egal ob ich mir jetzt einen Tageschart anschaue oder einen Wochenchart oder auch ob ich in den Intraday-Bereich gehe, das ist in allen Zeitebenen im Prinzip immer mit meinem Entscheidungskriterium, ist ein Markt aufwärts oder abwärts gerichtet, möchte ich eine Long-Position eingehen oder vielleicht lieber nicht, ja, oder muss ich, wenn überhaupt, eine Short-Position eingehen? Dafür schaue ich auf diesen Trendindikator. Ja, den habe ich mit den ganzen Sachen, die ich über die Jahre immer wieder verwendet habe und immer wieder gesehen habe, habe ich den entwickelt, habe den programmieren lassen. Und es ist inzwischen für mich wirklich der Hauptindikator, den ich auf jedem Chartbild benutze, egal ob ich mit Ichimoku arbeite oder mit einer Kombination vielleicht aus RSI und Stochastik oder so. Ich schaue immer zusätzlich auf den Gersh-Trend. Und deswegen habe ich hier in diesem Bereich auch ja, eine Spalte, die mir im Prinzip sofort anzeigt, ob eine entsprechende Aktie im Aufwärts- oder im Abwärtstrend ist. Ja, wenn ich das Ganze hier einfach mal sortiere alphabetisch, na, dann sehen wir, wir haben einen Großteil an Aktien. Das ist jetzt hier der S&P 500. Hier sind alle Aktien aus dem S&P 500 drin. Und da sehen wir, ein Großteil ist hier Gersh Up und einige sind aber auch Gersh Down. Ja, und das ist für mich das erste Zeichen, ob ein Markt gerade in einem Trend ist. Ja, und sehe auch sofort, ist er in einem Aufwärtstrend oder in einem Abwärtstrend. Gersh Up bedeutet immer, dass der Gersh-Trendindikator auf Tage, also auf Tagessicht und auf Wochensicht grün ist. Gersh Down bedeutet, auf Tagessicht und auf Wochensicht ist der Gersh-Trend rot. Ja, das haben wir hier zum Beispiel bei AAP, die wir hier gerade drin haben. Ja, das ist Advanced Auto Parts. Und da sehe ich eben sofort, na, der ist Gersh Down hier, alles rot. Und ich sehe auch, wir haben hier gerade ein Setup. Ja, und zwar ein Short Setup. Dieses Signal, was hier jetzt aufgetaucht ist, das ist vom Freitag. Ja, heute ist in Amerika Feiertag, deswegen haben wir heute keine Kursbewegungen hier, können hier also entsprechend heute auch nichts machen, zumindest bei den US-Werten. Ja, und da sehe ich aber sofort, ich habe hier ein Signal, Kumo Breakout Short. Und in diesem Top Trader Signals Add-on, da ist eben genau dieser Arbeitsplatz auch mit drin. Ja, der nennt sich Top Trader Signals Ichimoku Arbeitsplatz. Der ist genau so aufgebaut. Da sehen wir hier an dieser Stelle, der Kurs bricht hier gerade nach unten aus der Wolke aus. Und deswegen kriegen wir hier potenziell erstmal ein Short-Setup. Ja, das ist jetzt nichts, was ich traden würde, weil wir auf dem Wochenchart hier noch ganz klar über der Wolke sind. Ja, dementsprechend ist der Wochenchart nach Ichimoku hier noch aufwärts gerichtet. Und dann möchte ich auch nicht shorten. Ja, wenn ich hier Short-Positionen eingehe, dann im Prinzip nur dann, wenn wirklich alle Zeitebenen in allen Signallagen zueinander passen. Das ist hier im Moment nicht der Fall. Ja, der Wochenchart ist oberhalb der Wolke. Auf dem Tageschart brechen wir gerade unter die Wolke aus. Ist also nichts, was ich auf der Short-Seite traden möchte. Prinzipiell ist es so, habe ich gerade auch in dem Webinar davor groß erklärt. Meiner Meinung nach sind die Gesamtmärkte sehr gesund momentan im Aufwärtstrend, weil wir einen sehr, sehr breiten Aufwärtstrend haben. Wir haben viele Werte, die deutlich überhalb des 200er gleitenden Durchschnitts liegen. Ein sehr hoher Prozentsatz im S&P 500, ein sehr hoher Prozentsatz im Russell. Und das spricht dafür, dass diese Aufwärtsbewegung sehr breit gestreut ist, dass es nicht einige wenige Werte sind, die extrem gut laufen, die hier die Indizes nach oben ziehen. Und von daher ist das für mich momentan auch keine Situation, in der ich überhaupt Short Setups traden möchte. Ja, ich bin also in all meinen Konten
in all meinen Börsendiensten überall momentan long only und halte gar keine Short-Position, weil es einfach die Gesamtmarktsituation momentan nicht hergibt. Wenn wir uns mal einen S&P 500 anschauen, ich hole den hier einfach mal rein, dann können wir uns den auch mal mit dem Ichimoku dazu anschauen. So, ja, da sehen wir Ichimoku, Wochenchart unten. Na, ich vergrößere den einfach mal. Dann haben wir den hier mal über die komplette Breite. Da sehen wir, im Wochenchart sind wir hier an dieser Stelle allerspätestens aus der Wolke nach oben ausgebrochen, sind also hier ganz klar im Aufwärtstrend, sehen auch, Görsch-Trend hat hier ganz klar in den grünen Bereich, also in den bullischen Bereich gewechselt. Und seitdem gab es hier nicht mehr große Veranlassungen, irgendwie die Short-Seite zu nehmen. Ja, wir sind hier einmal, zweimal in gefährliche Bereiche gekommen, ne, haben aber hier am Ende auch nichts weiter gemacht, als nur noch mal dieses letzte Support-Level hier getestet. Ne, das ist zweimal getestet worden. Dann haben wir hier sogar ein höheres Tief schon gehabt und kein tieferes. Und damit gab es hier wirklich über die letzten Monate keine Veranlassung, hier Short-Positionen aufzubauen. Ne, und wir sehen, wie deutlich dieser Trend hier läuft. Ja, wir haben hier weiter zunehmendes Momentum. Na, wir sehen, dass hier die Trendlinie auf dem Wochenchart ist absolut intakt. Ja, im Prinzip läuft hier alles bestens. Was jetzt passieren müsste, damit das Bild kippt, wäre zum Beispiel, ja, hier am besten noch mehrwellig ein Ausbruch aus diesem Keil. Ein Ausbruch dann hier und das letzte Tief, dass wir also auf dem Wochenchart fallende Tiefs bekommen, dass wir aus dieser Keilsituation hier nach unten ausbrechen. Und dann, und auch erst dann, komme ich in Situationen, wo ich anfange, Setups für Short-Positionen zu suchen. Ja, also sehen wir, Wochenchart ganz klar bullisch, Tageschart können wir uns anschauen. Ja, sieht genauso aus. Sieht wirklich genauso aus. Ja, wir haben hier weiter zunehmendes Momentum. Hier ist richtig Druck im Markt. Alles geht durch die Decke. Kurze Konsolidierungen, die in relativ schmalen Bereichen laufen, die sofort nach oben aufgelöst werden. Hier ist wirklich alles in Ordnung. Und deswegen habe ich momentan keinerlei Veranlassungen, hier nach Short Setups zu suchen. Wenn ich aber nach Short Setups suchen möchte, dann kann ich mir hier zum Beispiel ganz einfach diese S&P 500 Liste mal nach meinem Görsch-Trend sortieren, ja, und habe jetzt hier unten im Prinzip alle Werte, die klar im Abwärtstrend sind, wo also auf Tagessicht und auf Wochensicht der Görsch-Trend negativ ist. Die sind jetzt alle hier unten mit diesem roten Görsch-Daumen. Und da kann ich jetzt schauen, wo ergeben sich denn hier Signale. Und jetzt sehen wir haben hier zwei Long-Signale. Ja, hier kreuzt die Tenkan Sen die Kijun Sen zur Long-Seite. Das ist ein Long-Signal, das ist ein Long-Signal, möchte ich nicht traden, weil die Aktie übergeordnet abwärts gerichtet ist. Aber jetzt haben wir hier zum Beispiel Eversource, könnten wir uns anschauen. Ja, da haben wir ein frisches Short-Signal in einem Markt, der hier ja auf Wochensicht im Görsch-Trend abwärts gerichtet ist, auf Tagessicht im Görsch-Trend abwärts gerichtet ist. Wir brechen gerade nach unten aus der Wolke aus. Kein schönes Setup, weil hier direkt gleich die Unterstützung aus dem Wochenchart wartet. Ja, aber prinzipiell, wenn der Gesamtmarkt jetzt anfängt zu kippen, also auch der S&P anfängt zu kippen, dann haben wir natürlich auch viel mehr Werte, die sich dann auf Wochensicht auch schon unterhalb der Wolke befinden. Ja, wir können hier nochmal kurz schauen bei DS. Ja, hier sieht es schon interessanter aus. Das wäre also ein Wert, der tatsächlich für die Short-Seite jetzt interessant wäre. Wir sind aus diesem Dreieck hier im Tageschart nach unten ausgebrochen. Unsere ursprüngliche Bewegung kommt hier ganz klar von oben. Dann sind wir in diese kleine Konsolidierung reingelaufen und jetzt sollten wir erwarten, dass diese Bewegung sich nach unten weiter fortsetzt. Schauen wir uns das Ganze auf dem Wochenchart an. Ja, dann sehen wir befinden uns hier unterhalb der Wolke. Ja, wir haben hier schon die ersten Short-Signale bekommen, ne, mit dem Durchbrechen der roten Linie, hier mit dem Durchbrechen der violetten Linie. Dann haben wir hier das nächste Short-Signal. Die rote schneidet die violette von oben nach unten. Und dann immer das letzte Signal, das letzte Einstiegssetup, was sich ergibt, sind dann hier
diese Ausbrüche aus der Wolke nach unten. Und spätestens von da an sind wir hier im Abwärtstrend. Ja, und jetzt schauen wir uns vielleicht noch mal kurz das Ganze hier an und dann sehen wir, okay, hier hat sich sogar auf dem Wochenchart ja eine Bear Flag entwickelt und wir sind gerade dabei, aus dieser Bear Flag nach unten auszubrechen. Ja. Also, wir haben Dominion Resources, ist die Aktie. Die ist auf dem Tageschart abwärts gerichtet, auf dem Wochenchart abwärts gerichtet, unterhalb der Wolke. In beiden Zeitebenen hat hier ein neues Short-Signal generiert, hat auch charttechnisch ein Short-Signal generiert. Wir sehen, dass hier das Momentum in die Abwärtsrichtung zunimmt auf dem Tageschart und damit ist das ein absolut valides Short-Setup. Was ich normalerweise umsetzen würde, was ich jetzt eben nicht umsetzen möchte, weil der Gesamtmarkt eben ganz, ganz klar aufwärts gerichtet ist und da sehe ich die Chancen auf der Long-Seite insgesamt einfach größer als die auf der Short-Seite. Und deswegen ist es keine Grundausgangslage, in der ich gerne shorten möchte. Wer aber Short-Setups sucht, ja, und das mache ich in anderen Situationen ja auch, der kann das eben genauso machen. Ja, Cardinal Health können wir uns ja auch anschauen. Und da sehen wir eben das Gleiche wie bei dem ersten Wert gerade. Die läuft hier in die Unterstützung auf dem Wochenchart, bricht hier zwar auf dem Tageschart aus der Wolke aus, aber läuft hier in die Supportzone rein. Also auch nicht wirklich interessant. Und Advanced Auto Parts hatten wir uns ja eben auch schon angeschaut. Ja, genau das Gleiche noch oberhalb der Wolke. Das heißt, aus den 500 S&P-Aktien gibt es hier im Moment genau ein valides Short Setup und das wäre Eversource. Ja. Der Mario fragt, wie lange werden die Signale angezeigt, beziehungsweise wie lange sind die gültig? Also, die werden angezeigt. Ja, das kann man sich einstellen im Agena Trader, wie lange man die sehen möchte. Ich habe das so eingestellt, dass ich hier, ich gehe mal einfach auf so eins, wo hier wo so ein helles Feld drauf ist. Ja, und da sehen wir das hier, da ist eine 1 dahinter. Und die 1 dahinter heißt, diese Signale kommen vom letzten Handelstag. Also von dem letzten Handelstag vor dem Signaltag, den wir jetzt haben. Dadurch, dass heute kein Handelstag ist, also heute stehen die Kurse still in Amerika, ist alles das, was jetzt hier in ganz klar rot oder grün hinterlegt ist, ist vom Freitag. Und alles, wo eine 1 dahinter steht, ist vom Donnerstag. Ja, die kann man sich aber, wie gesagt, so einstellen, wie man das möchte. Ihr könnt also auch im Agena Trader hier angeben, dass ihr diese Signale gerne 3 Tage lang angezeigt bekommen wollt. Ja, und das macht der Agena Trader sehr clever. Je länger dieses Signal zurückliegt, umso heller wird die Farbe, mit der das unterlegt wird. Ja, und dann steht halt auch dahinter entweder in Klammern eine 1 oder in Klammern eine 2. Das wären dann Signale von Mittwoch oder in Klammern eine 3. Das wären Signale von Dienstag. Ja, aber ich lasse mir das eigentlich nur vom Vortag anzeigen und von diesem Tag, weil normalerweise das Ganze so aussieht, wenn wir jetzt schon im Nachmittagshandel sind, dann wären diese frischen Signale, die hier kommen, die wären eben nicht mehr die von Freitag, sondern das wären die von heute. Also, das, was der Agena Trader hier macht, ist, dass der die ganze Zeit die Realtime-Kurse verfolgt. Und jedes Mal, wenn sich ein neues Signal ergibt, spielt er euch das automatisch hier rein. Ja, und da gibt es jetzt noch Möglichkeiten. Kann das mal kurz hier zeigen. Wenn man diesen Dynamic Scanner hat, ja, der Dynamic Scanner ist ein Add-in vom Agena Trader. Damit kann man dann hier eine zusätzliche List-Chart-Gruppe aufmachen. Und wenn man diesen Dynamic Scanner hat, dann werden in diesen Dynamic Scanner automatisch immer alle neuen Handelssignale reingespielt. Das heißt, dann müsst ihr hier nicht ständig diese 500 Werte, die hier laufen, prüfen, ob irgendwo ein neues Signal aufgetaucht ist, sondern wenn ein neues Signal auftaucht, wird es automatisch eben in eine quasi zusätzliche Watchlist reingesetzt. Das kann der Dynamic Scanner. Und wenn ihr den habt, könnt ihr den natürlich dafür benutzen. Und deswegen lasse ich mir hier immer quasi die Signale vom Vortag anzeigen, weil ich ja nicht nur die Signale von heute sehen will, sondern ich will auch noch das sehen, was am Freitag zum Handelsschluss entstanden ist. Na, und wenn ich danach handle, dann handle ich entweder Signale, die jetzt heute ganz frisch entstanden sind,
Aber normalerweise handle ich eher die Signale vom Freitag. Ja, dann schaue ich mir nämlich am Freitag, am Abend oder übers Wochenende, gucke ich mir an, was ist an neuen Setups entstanden, kann direkt beurteilen, was möchte ich traden und was möchte ich nicht traden. Und dann kann ich mir für den Montag die Ausführungsorders da automatisch hinterlegen. Ja, und lege einfach die Orders rein und warte dann am Montag ab, ob die gefüllt werden oder nicht. Ja, und für mich sind diese Setups auch immer nur einen Tag gültig. Also ich schaue hier nicht weiter zurück. Ich würde also heute Signale vom Freitag traden und würde mir auch anschauen, was heute auf Montag frisch reinkommt. Das können wir dann das nächste Mal machen, wenn wir dann am Nachmittag auch hier laufende Kurse haben. Ja, dann können wir uns das direkt anschauen. Das wird jetzt hier bei den DAX-Werten, wenn wir uns die mal kurz angucken, da wird es genau so sein. Ja, da sind diese roten Signale von heute. Also die roten und die grünen hier, die sind von heute. Na, und das, da sehen wir das. Wir haben hier jetzt, was haben wir hier? Die Münchner Rück. Und da sehen wir, dass heute durch diesen Ausbruch, der hier nach oben entstanden ist, durch dieses Gap nach oben, die rote Linie hier, die violette gekreuzt hat. Na, und deswegen taucht diese Aktie jetzt hier heute in der Liste auf. Bei Fresenius ist es genauso. Da haben wir hier einen Kijun Cross. Da ist also heute der Kurs über die violette Linie drüber gelaufen. Auch das ist ein Long Setup. Ja. Ist jetzt nichts, was ich hier traden würde, ja, weil wir eben mitten im Widerstandsbereich sind. Wir sind mitten in der Wolke und mitten in der Wolke möchte ich nicht traden. Aber das Signal ist eben entstanden und deswegen taucht es hier auf. Außerdem sehe ich sofort bei Fresenius Gersh Down, das heißt, über meinen Trendindikator, Trend auf dem Tageschart abwärts, Trend auf dem Wochenchart abwärts, kommt für mich für ein Long Setup sowieso nicht in Frage. Ja. Was eventuell in Frage kommen könnte, wären diese Signale hier. Ja, hier steht ganz klar, Gersh ab, Gersh ab, Gersh ab, Gersh ab. Das heißt, die sind wahrscheinlich alle im Aufwärtstrend. Diese Signale hier sind von heute, die beiden unteren und die beiden oberen sind von Freitag. Also werfen wir mal kurz einen Blick auf Merck. Super interessant. Blende hier unten auch nochmal den Ichimoku ein auf Woche. Ja, und dann sehen wir jetzt hier auf dem Wochenchart ist alles bullisch. Wir sind mit dem Preis oberhalb der roten, wir sind mit dem Preis oberhalb der violetten. Die rote ist oberhalb der violetten, ist alles bullisch. Die blaue ist oberhalb des Preises, ist bullisch. Und wir sind oberhalb der Wolke, bullisch. Und mein Gersh-Trend-Indikator ganz klar bullisch. Und zwar seit hier, seit dem 23. März ist mein Trendindikator auf Merck bullisch. Wie sieht es auf dem Tageschart aus? Trendindikator, bullisch. Kurs oberhalb der Wolke, bullisch. Kurs oberhalb der roten Linie, Kurs oberhalb der violetten. Alles bullisch. Das Einzige, was hier noch fehlt, ist, dass die rote wieder über die violette läuft. Und wenn wir uns das Ganze jetzt hier anschauen, ich vergrößere das mal, haben wir eigentlich ein perfektes Setup. Ja. Wir haben hier eine schöne horizontale Begrenzung. Wir haben hier steigende Tiefs. Also, das ist ein ganz sauberes Dreieck. Und jetzt muss man einfach schauen, wie aggressiv oder wie defensiv möchte man sowas handeln. Und jetzt könnten wir hingehen und könnten sagen, wir nehmen wirklich dieses letzte Hoch hier. Das ist 143,70. Wenn die Aktie von Merck über 143,70 steigt, wollen wir auf der Long-Seite unterwegs sein. Wir können uns hier sauber abstoppen, weil das ist dann hier unser letztes relatives Tief. Und wir haben ein Ziel hier oben, einen ganz sauberen Widerstandsbereich, und das ist dieser hier. Ja, das ist ein ganz klassischer, sauberer Verkaufsbereich. Da würde ich zumindest einen Teil der Position glattstellen wollen. Ja, das heißt, wir können jetzt hingehen. Gehen hier knapp oben drüber. Ja, wir schauen noch mal kurz, was war das Hoch? 143,70. Wir gehen jetzt einfach auf 143,77 meinetwegen. Sagen Kauf als Stop Order für morgen. Oder wenn man eben hier nachbörslich noch handeln kann, je nachdem, über welche Börse man das macht.
kann man vielleicht heute noch ausgeführt werden, aber ansonsten gehe ich mal davon aus, dass es ein Trade-Setup für morgen ist. Wir sind hier bei 143,77. Wir sind hier unten bei 139,77 ungefähr. Was ist hier das Tief? 139,90. Dann nehmen wir einfach mal 139,77. Dann haben wir hier 4 Euro pro Aktie. Das heißt, wenn wir unsere 100 Aktien hier kaufen wollen, ja, dann haben wir hier ein Risiko, wenn wir unseren Stop dann entsprechend hier unten platzieren. So. Und das Ganze jetzt hier verbinden. Wenn diese Order ausgeführt wird, oben der Kauf, dann soll hier unten auch der Verkauf rein. Dann haben wir hier ein Risiko von 400 Euro auf den Trade bei 100 Aktien. Ja. Und jetzt können wir noch sagen, hier oben ist unser Zielbereich. Da wollen wir gerne per Limit verkaufen. Und natürlich auch nur, wenn die ausgeführt wird. Ja, und jetzt haben wir hier im Prinzip unser Setup für die Merk schon drin. Ja, gefällt mir extrem gut. Weil es einfach charttechnisch passt, weil es trendtechnisch passt und auch weil das Chance-Risiko-Verhältnis passt. Ja. Und dafür habe ich mir hier so einen kleinen Indikator gebaut. Ja, ein CAV-Indikator. Da gehe ich hier einfach auf den Einstiegspreis, ziehe das Ganze an den Stoppreis und dann sehe ich, okay, bis 147,60 bin ich bei 1 zu 1. Hier oben wäre 2 zu 1, das heißt, ich bin hier ungefähr na so 1,25 zu 1, 1,3 zu 1. Das heißt, ich kann auf jeden Fall mehr verdienen, als ich riskiere und das reicht mir dann schon. Ich bin in Trendrichtung unterwegs, alles passt, alles ist sauber, ich kann mehr verdienen, als ich riskiere und damit ist der Trade für mich völlig legitim. Ja, so. Okay. Schauen wir noch mal kurz die anderen Signale aus dem DAX durch, die wir hier heute gekriegt haben. Hier ist noch Delivery Hero von Freitag. Gefällt mir auch gut. Ist eine ähnlich gute Ausgangssituation wie in der Merck. Das Einzige, was hier nicht so schön ist, ist, dass wir hier noch mal eine ganze Ecke dichter dran als das, was wir hier sonst als Ziel nehmen würden. Ja, dass wir hier nochmal einen Widerstandsbereich haben. Ja, da an diesem Level hier. Das ist ein Verkaufsbereich. Würde ich also davon ausgehen, wenn dieser Ausbruch hier kommt zur Oberseite über 135, dass wir vielleicht hier oben bei knapp 138 schon das erste Mal wieder ins Schlingern kommen. Das ist nicht mehr ganz so ideal. Ja, deswegen gefällt mir das Setup auf Merck deutlich besser. Und außerdem geht hier auch mein Trendindikator schon ein bisschen in die Knie, ist auch nicht mehr so ganz ideal. Ja, gefällt mir das Merck-Setup besser. Frisch heute reingekommen ist hier Linde, Tenkan Kijun, ist hier die rote, schneidet die violette. Finde ich nicht schön. Ja, einfach, wenn wir hier mal kurz auf den Wochenchart gucken. Na, dann sehen wir. Ich nehme mal den Ichimoku kurz raus. Ja, dann sehen wir, hier oben wird immer wieder abverkauft, ne, im Bereich so um 215, 220. Hier wird immer wieder abverkauft von oben. Hier ist jetzt zuletzt bei 215 auch wieder abverkauft worden. Also dieser ganze Bereich hier, ja, das ist Widerstand. Dementsprechend würde ich an diesem Kurslevel hier nicht kaufen wollen. Ja. Also, das ist jetzt vielleicht schon mal ganz wichtig zu sehen. Nur weil hier ein Setup steht und nur weil der Görstrend hier ein klares Long-Signal quasi hinterlässt, nehme ich trotzdem nicht jeden Trade. Ja, also ich schaue immer noch mal, man nennt das diskretionär, schaue ich noch mal auf den Chart und entscheide wirklich nachher anhand des Charts, anhand der Widerstände, die ich hier finde, anhand der Unterstützungslevel, die ich finde, ob ich hier einen Trade aufsetzen möchte oder nicht. Ja, und wenn wir uns jetzt hier noch mal kurz den Görstrend anschauen, da ist nicht viel. Ja, da kommt nicht wirklich Momentum, da kommt nicht wirklich Druck, der wechselt hier ständig zwischen Rot und Grün. Ist nichts, was ich gerne im Depot haben möchte. Eine Adidas haben wir hier noch, die gefällt mir deutlich besser, die ist hier schön aus der Wolke ausgebrochen, allerdings wäre der Einstieg jetzt hier für mich schon zu spät.
Ja, eine Adidas hätte ich gerne hier im Ausbruch gehabt oder spätestens heute zur Markteröffnung. Ja, als wir über diese Momentumkerze, die aus der Wolke rausgegangen ist, drüber gegangen sind, das wäre der Punkt gewesen, hier zu kaufen. Aber auch hier, ja, wir haben sofort hier oben drüber einen Widerstandsbereich. Ja, wir haben hier noch einen Widerstandsbereich. Nicht so ideal. Ja, sieht schön aus, ist ein schönes Momentum drauf gerade, gar keine Frage, ist eine tolle Bewegung hier von unten nach oben, aber könnte auch sein, dass die schon wieder durch ist und schon wieder gelaufen ist. Die müsste jetzt erstmal Ausbruch zeigen hier nach oben. Finde ich also auch alles nicht so ideal. Ja, was haben wir hier auf der Short-Seite? Deutsche Wohnen auf der Short-Seite, boah, sehen wir, die läuft hier auf dem Wochenchart in Richtung der Unterstützung. Auch nicht ideal. Ja, möchte ich auch nicht haben. Also haben wir auf jeden Fall jetzt hier schon mal unser Setup in Merck. Das lassen wir hier drin. Da werde ich schauen, wie das Ganze morgen läuft. Und zum nächsten Termin gucken wir, ob wir die noch drin haben. Und dann schauen wir gleich auch noch mal kurz ein bisschen über den US-Markt. Ich gehe mal schnell hier in das Fragenfeld. Da hat sich ein bisschen was angesammelt. Der Siegfried fragt: Gibt es zu Ichimoku gutes deutschsprachiges Material, Bücher? Bin ich ehrlich gesagt so ein bisschen überfragt. Ich bin nicht der Bewandertste in deutscher Literatur. Also ich weiß, dass die Karin Roller mal ein Buch geschrieben hat, wohl über Ichimoku. Ich weiß auch, dass der Samir Boyadan mal ein Buch über Ichimoku geschrieben hat. Ich habe sie beide nicht gelesen, von daher kann ich den Inhalt nicht beurteilen. Aber das wären jetzt so die beiden, die mir auf Anhieb einfallen würden. Aber ansonsten, ich bin tatsächlich eher in der englischsprachigen Literatur etwas bewanderter. Der Peter fragt: Zu welchem Preis kann man den Gersh-Indikator für MT4 bekommen? Ah, einfach mal bei mir auf die Website gehen. Da kommt man dann für den MT4, glaube ich, zu tradingindicators.com. Das ist eine Seite in Kanada, die Trading-Indikatoren verkaufen. Die haben eine Handvoll Indikatoren, die sie für sehr gut halten, die vertreiben sie eben, da ist meiner mit bei und ich glaube, ich will nicht lügen, ich glaube, der liegt bei $150 oder so. Okay. Der Hans fragt, ist der Gersh-Trend so eine Art Momentumsignal? Nee, nicht wirklich. Also das ist wirklich eigentlich eine Trendbestimmung. Es geht darum, auf den ersten Blick einen Trend zu erkennen und ich nutze das natürlich auch mit, um die Trendstärke zu sehen. Ja, ich glaube, man sieht es auch ganz schön, ne, je länger diese Kerzen werden hier, umso stärker wird dieser Trend auf der Abwärtsseite. Nur man muss eben immer auf zwei Dinge achten. So. Ja, man muss auf zwei Dinge achten. Es ist natürlich wie bei fast allen Oszillatoren so, wenn wir hier am Tief angekommen sind, ja, dann hat meistens auch der Trendindikator die größte Länge, ne? Also das zeigt das größte Momentum an. Und von da an, wo das hier deutlich zurückkommt, sollte man schon sehr vorsichtig werden, hier weiter in die Short-Richtung unterwegs zu sein. Ja, weil es ist natürlich klar, der Kurs steigt immer weiter und je weiter der Kurs steigt, umso weiter kommen diese roten Linien, bilden sich zurück und irgendwann kippt das Ganze halt in Richtung Grün. Ja. Und ich benutze das eher dafür, um zum einen, ja, auf einen Blick ganz schnell zu sehen, was ist im Moment das Bild auf Woche und auf Tag. Und alle diese Werte hier, wo nichts steht, ja, die brauche ich mir eigentlich gar nicht groß weiter angucken, weil ich weiß, da ist aktuell Gersh Trend auf Woche und Gersh Trend auf Tag ist unterschiedlich. Und wenn das unterschiedlich ist, dann ist da kein klarer Trend und dann ist es auch eigentlich nichts, was ich traden möchte. Na, wir können ja hier mal irgendwo reingucken in der SAP. Was haben wir da? Ja, da sind wir hier noch ganz klar im Abwärtstrend. Na, und hier wechseln wir ständig schon so ein bisschen in den Aufwärtstrend. Wir sehen auch, da passiert nicht wirklich viel. Das ist eine sehr müde Bewegung hier momentan. Ist jetzt nichts, wo ich unbedingt eine Position eingehen muss. Ja, ich habe bei Next Markets halte ich gerade eine Position auf SAP. Die habe ich aber schon seit einer ganzen Weile. Die habe ich hier schon zu einem viel früheren Zeitpunkt gekauft. Die würde ich jetzt aktuell nicht mehr kaufen. Ja, weil wir kommen hier von unten auch gerade in die Wolke auf dem Wochenchart. Das ist ein Widerstandsbereich, ist nicht ideal.
Na, hier gehen wir gerade aus der Wolke raus. Da könnte sich die Bewegung fortsetzen. Also wir sehen es, wir kriegen auf Woche und Tag völlig unterschiedliche Signale. Ist nicht ideal. Ja, möchte ich nicht haben. Ne? Bei BMW können wir uns anschauen. Na, laufen wir hier seitwärts, haben wir ja gesagt, wenn wir uns in der Wolke bewegen, dann sind wir meistens längere Zeit seitwärts. Genau das passiert hier gerade. Na, und wir sehen, diese Abverkaufsbewegung, die hier vom Hoch gekommen ist, die hat gereicht, Gersh Trend negativ zu machen. Wir sind hier im Wochenchart noch positiv. Also ich kriege wieder unterschiedliche Signale, fällt weg. Ja, also für sowas benutze ich das. Und ich benutze das sehr gerne, wenn ich in Investmentpositionen drin bin. Und ich werde ein bisschen unsicher, ob ich eine Position halten möchte oder nicht. Ja, dann halte ich die auf jeden Fall so lange, wie Gersh Trend auf Tag und auf Woche grün ist. Ja, und erst wenn das hier irgendwie dreht in Richtung Rot, ja, dann stelle ich die Position glatt. Ne, und vorher nicht. Und das hilft mir einfach auch ein bisschen dabei, länger in meinen Investmentpositionen drin bleiben zu können. Okay. Was haben wir noch? Wie lassen Sie die Ichimoku-Signale vom Wochenchart mit einfließen? Ja, so wie ich es eben eigentlich gezeigt habe die ganze Zeit. Ja, wenn ich auf dem Tageschart ein Signal kriege und es widerspricht dem, was auf dem Wochenchart ist. Ja, wenn ich jetzt hier ein Long-Signal kriege in der BMW hier oben irgendwo und ich sehe aber, ich bin auf dem Wochenchart zum gleichen Zeitpunkt hier in der Wolke in einem Widerstand, dann würde ich es nicht kaufen. Ja, das nehme ich also auch noch mal als zusätzliche Bestätigung. Der Michael fragt, machst du heute einen Hammerpreis für den Gersh-Trend-Indikator? Nee, das kann ich leider nicht machen, aus einem ganz einfachen Grund. Da kriegt ein Großteil von dem, was da reinkommt, kriegt der Programmierer, weil der das für mich ja alles aufgebaut hat und da viel Arbeit reingesteckt hat, das alles umzusetzen, was ich da haben wollte. Und ich bin da gar nicht so der Hauptprofiteur und deswegen kann ich da nicht viel machen, weil ich nicht für den Programmierer da die Angebotspreise raushauen kann. Okay. Wenn du Software feststellst, schließt du dann deine Position auch vorzeitig? Oh Mario, das verstehe ich nicht. Was meinst du da? Wenn ich Software wie beim SAP feststelle, weiß ich nicht genau, was du meinst. Ah, Michael fragt, ob ich die Signale auch auf Intraday handle. Nein. Das hat aber einen ganz einfachen Grund, ja, nicht weil es nicht funktioniert, sondern weil ich es dann nicht mehr handeln könnte. Ja, ich habe alleine auf meinem Aktien- und Optionskonto im Moment, würde ich schätzen, 80 bis 90 Positionen parallel geöffnet. Ja, vielleicht sind es auch nur 70. Aber die laufen alle über die Tagescharts und das wäre für mich nicht mehr machbar, diese Position oder die Menge an Positionen noch zu handeln, wenn ich anfangen würde, diese Signale innerhalb des Tages zu traden. Ja. Ich werde sicherlich mal ein bisschen was machen. Wir haben Mitte März irgendwann, bin ich in einem Live-Trading, ich glaube am 12. März, an dem Freitag. Da machen wir ab 14:30 Uhr bis, ich glaube, 21:30 Uhr machen wir ein Live-Trading. Da werde ich mich mal ein bisschen auf den Aktienbereich fokussieren und werde mal kurzfristige Setups in US Stocks traden. Entweder per Options oder per Aktie, je nachdem, was sich da anbietet. Und da werde ich dann auch kurzfristige Signale mal traden. Aber das mache ich dann mal fürs Live-Trading. Aber das mache ich normalerweise für meine Konten. Eher nicht. Ich habe es da gerne eine Gangart ruhiger. Michael, genau mit Dejan. Ja. Okay, wenn ich nach dem Einstieg in SAP feststelle, dass die Wetterlage sich verschlechtert, ob ich dann meine Position. Ah, okay, ja, gute Frage. Also, gehen wir noch mal kurz in die SAP. Ja, das ist eine ganz klare Geschichte. Wenn ich sehe, ich kriege schlechte Chancen, mein Ziel zu erreichen, und die Situation fängt an zu kippen, dann gehe ich natürlich auch vorzeitig aus Positionen raus. Ja, wenn wir uns jetzt hier den Fall der S&P, der SAP mal anschauen, da haben wir hier im Moment noch eine Trendlinie, die noch recht gut läuft. Ja, die ist noch intakt und mir gefällt es auch ganz gut, dass wir hier gerade aus dieser Wolke quasi nach oben rauskommen. Das finde ich schon okay. Ich würde aber auch gerne sehen wollen, dass wir hier demnächst mal aus diesem Dreieck rausgehen. Ja.
Und wenn wir aus dem Dreieck nach unten rausgehen, na, wenn wir nach oben rausgehen, ist alles in Ordnung, dann bleibt das Ganze auch am Laufen. Wenn wir nach unten rausgehen und gehen dann auch noch unter das letzte Tief hier, dann ist die Nummer für mich gelaufen und dann wird so eine Position auch geschlossen. Ja, weil im Prinzip ist es für mich eine ganz einfache Geschichte. Wenn ich in einen Trade reingehe, dann möchte ich sehen, dass da eine Bewegung kommt. Und wenn keine Bewegung kommt, dann habe ich sicherlich noch 10, 12, 15 andere Werte auf der Uhr, mit denen ich in der gleichen Zeit, wo ich jetzt hier blind warten müsste, vielleicht mehr Geld verdienen könnte. Ja, und schon alleine deswegen setze ich bei mir dann sehr gerne die Liquidität wieder frei, sage, okay, ich nehme die Position plus minus null oder mit einem kleinen Gewinn oder mit einem kleinen Verlust, nehme ich die raus und nehme das Geld, pack das in einen jetzt vielleicht chancenreicheren Trade und versuche dann halt über die Zeit, wo ich hier blind warten müsste, dann auch entsprechendes Geld zu verdienen, weil das ist ja am Ende das, was wir immer wollen. Und es ist keine gute Idee, sich mit einer Position zu verheiraten, ja, und die nicht wieder herzugeben, weil man sich vielleicht viel Mühe gemacht hat beim Aufbau der Position, weil man vielleicht von SAP die ganzen Bilanzberichte durchgegangen ist, weil man noch geschaut hat, was haben die denn an neuen Entwicklungen, was könnten die denn noch bringen? Und man hat viel, viel Zeit verbracht damit, sich zu entscheiden, diese Position ins Depot zu nehmen. Okay, ja, aber wenn ich dann sehe, da tut sich einfach nichts und es kommt nicht weiter und es sieht auch charttechnisch nicht mehr schön aus, warum soll ich die behalten? Ja, dann nehme ich die raus. Okay, so, ich würde sagen, lass uns doch mal kurz über den Nasdaq schauen. Ich sortiere hier einfach mal schnell nach Signalen. Wir haben ja schon gesagt, die Short-Seite ist etwas, was mich momentan nicht interessiert. Was mich allerdings interessiert, ist die Long-Seite. Und da gehen wir jetzt einfach nur mal kurz über die paar Setups, die hier eventuell interessant sind aus dem Nasdaq. Das ist hier CSX Corporation. Also, da gehen wir in die Woche. Da sehen wir, die Woche sieht extrem bullisch aus. Ja, gefällt mir wirklich gut. Weekly Girlstrend hervorragend. Ja, hohe grüne Kerzen haben hier in den letzten 3 Wochen auch wieder zugelegt. Wir sind deutlich über der Wolke. Wir sind mit dem Kurs über der violetten Linie. Wir gehen gerade über die rote. Unsere blaue ist über dem Preis. Es ist soweit erstmal auf Wochensicht alles in Ordnung. Wir haben natürlich, muss man auch immer sehen, gerade wenn man als Trendtechniker auch unterwegs ist, ja, wir haben hier eine Bewegung gesehen. Das hier war der letzte Strang der Aufwärtsbewegung. Wir haben hier eine Korrektur gesehen, die das letzte Tief unterschritten hat. Ja, das ist erstmal nicht so schön. Aber es gibt eben immer wieder diese Unterbrechungstiefs. Und was für mich jetzt hier interessant ist, dass wir in der Folgewoche direkt schon wieder am Hoch dieser Kerze geschlossen haben und jetzt in der letzten Woche auch deutlich drüber gegangen sind. Und damit ist es für mich irrelevant, dass wir hier einmal unten drunter gebrochen sind. Ist nicht weiter tragisch. Wie sieht es auf dem Tageschart aus? Wir kriegen auf dem Tageschart hier gerade eine neu beginnende Aufwärtssequenz. Ja, wir gehen gerade nach oben raus aus der Wolke. Wir sind hier gerade in der Situation, Görsch-Trend wird positiv. Das ist die erste kleine grüne Kerze hier mit 0,15. Ist mir ausreichend, weil ich ja eben schon gesagt habe, das, was wichtig ist, ist, wenn diese Abwärtsbewegung vorbei ist, das hier ist die Abwärtsbewegung, wenn die vorbei ist, dann nimmt tendenziell erstmal die Länge dieser roten Balken ab, ja, und irgendwann kippt es dann nach oben in die grüne Richtung. Und das ist jetzt hier gerade der Fall, während wir hier nach oben rausgehen. So, wir müssen jetzt parallel immer noch mal schauen. Ich mach das mal gerade kurz. Wie es hier mit Earnings aussieht. Ja, die habe ich hier im Agena Trader nicht drin. Deswegen schaue ich da immer einmal kurz. Im Trading View, da sehen wir, Earnings sind hier durch, 21. Januar, danach gab es ein Gap nach unten und jetzt entwickelt sich wieder die Bewegung nach oben, trendfolgend, ja, finde ich ganz hervorragend. Ihr seht das übrigens auch, ja, im Trading View, Görsch Trend, ja, ist bei mir in allen Zeitebenen hier drin und wird immer bei mir mit beachtet. Ja. Okay. Gefällt mir echt gut, ja, ist ein Setup, was ich hier gerne auch reinlegen würde. Für morgen. Wir machen also jetzt im Prinzip genau das Gleiche wieder. Wir schauen uns an,
Wo war das hoch? 90,40. Wir haben heute einen steigenden S&P, wir haben heute einen steigenden Nasdaq. Ich gehe davon aus, wir machen mit dem Upgap auf hier morgen. Von daher würde ich vielleicht mal noch warten oder würde hier eine Stop-Limit reinlegen. Ja, eine Stop-Limit. Was haben wir denn da? 50, ach, wir legen einfach eine Stop-Order rein. Wir kaufen die. Der Stop ist nicht so besonders groß. Wir haben den Stop hier 85,80. Wir sind hier 90,55, nehmen wir mal hier. Ja, 90,59. Nehmen dann hier auch den Stop 85,59. Und zwar den Verkaufsstop. Das sind $5. Also bei 100 Aktien $500. Da sind wir auch ungefähr wieder bei unseren 400 € Risiko. Das passt. Das heißt, ich lege den hier rein, verbinde das Ganze wieder. Und als Kursziel sehe ich hier oben erstmal so die 97,35, das alte Hoch. Da legen wir jetzt das Limit rein. Ja, und dann läuft die Chose hier für nächste Woche. Ja, das wäre also der erste Trade, den wir dann hier im US-Markt laufen lassen. Dann schauen wir uns hier noch weitere Setups an. Wir haben hier noch 1, 2, 3, 4, 5, über die wir noch mal kurz drüber gucken, die alle von Freitag sind. Ja, Mario, ganz einfach. Ich lasse bei Aktien immer gerne ein paar Cent Platz nach unten, weil die ein bisschen wilder sind, ja, als wenn ich jetzt ein S&P Future trade oder irgendwie ein REIT oder sowas. Du hast es bei Einzelaktien viel häufiger, dass so kleine Tiefs noch mal kurz 2, 3, 4, 5 Cent unterschritten werden. Dann kommen die Käufer wieder rein, und dann geht das Ding wieder nach oben. Und es ist auch so, dass du in der Aktie ja immer hast, 1 Cent im Preis ist auch 1 Cent auf deinem Konto pro Aktie. Ja. Und im Future ist das Ganze eben anders. Ja. Im Future hast du diese großen, zum Teil wirklich großen Tickwerte und da ist dann ein Tick sofort $12,50, ja, oder vielleicht sogar noch mehr, je nachdem, welchen Kontrakt du da tradest. Und da macht es nachher bei den Gewinnen und Verlusten einen größeren Unterschied aus, ja, ob du deinen Stop ein bisschen unter das Tief oder ein bisschen über das Hoch packst. Und bei Aktien bin ich immer ganz gerne dabei. Ich gehe gerne ein paar Cent übers Hoch und ich gehe auch gerne ein paar Cent unter das Tief. Aber das sind echt, das sind Nuancen. Wenn du ein Trading-System hast, was funktioniert, spielt es am Ende keine Rolle. Ja, ob dein Stop 10 Cent tiefer liegt oder 5 Cent höher, das ist am Ende egal. Ja, das langfristig wird das Ergebnis ein ähnliches bleiben. Okay. So, was haben wir noch hier drin? Lam Research, ja, finde ich sehr schön, fundamental, ganz toll, bin ich wirklich überzeugt von dem Wert, finde ich ganz, ganz prima, aber nicht zu diesem Zeitpunkt hier. Ja, weil was wäre hier jetzt interessant? Vielleicht der Ausbruch über dieses Hoch. Wo sollte ich den Stop setzen? Der gefällt mir nicht, der liegt nicht direkt am Tief, ja, der liegt hier deutlich oberhalb der Wolke. Das ist mir hier an Stop einfach zu groß. Ja, hier würde ich gerne einen früheren Einstieg nehmen, na, in so einer Bewegung, die sich hier nach oben entwickelt. An dieser Stelle würde ich gerne kaufen. An dieser Stelle würde ich gerne kaufen. Hier oben ist mir das Ganze jetzt zu weit gelaufen. Ich glaube schon, dass die Aktie bullisch ist. Ich glaube schon, dass die Aktie deutlich weiterlaufen wird. Aber für einen Swing Trade ist das im Moment hier kein Setup für mich. Was haben wir noch? Trip? Nee, ist Reisebranche. Ja, lasse ich die Finger von. Wir sind an einem wichtigen Bereich auf dem Wochenchart. Ich nehme mal kurz den Ichimoku hier raus, dann erkennt man es ein bisschen besser. Ja, Wochenchart. Hier ist das Widerstandslevel. Wir sind hier abverkauft worden. Wir sind hier abverkauft worden. Hier, hier, hier. Ja, ist nichts, was ich gerne traden möchte. Kommt für mich also nicht in Frage. Monster Beverage, auch fundamental toller Wert, wirklich, wirklich super.
Ich hole noch mal den Ichimoku hier rein. Nanu. So. Ja, super bullisch auf dem Wochenchart. Görsch-Trend ganz klar bullisch, deutlich über der Wolke. Preis über Rot, Preis über Violett, Blau über dem Preis. Also tipptopp hier vom Wochenchart. Und was mir hier auch gut gefällt auf dem Wochenchart, ist die letzte Bull Flag, aus der wir hier gerade ausgebrochen sind. Ja, das ist hier im Prinzip die Bull Flag. Ja, da sind wir gerade dabei, hier nach oben auszubrechen. Gefällt mir extrem gut. Wir haben auf dem Tageschart, wenn ich den hier mal ein bisschen größer noch mache, haben wir genau die gleiche Situation. Ja, wir kommen hier gerade aus einer Bull Flag im Tageschart. Wir sind oberhalb der Wolke, wir sind oberhalb der Violetten, wir sind oberhalb der Roten. Rot und Violett haben gekreuzt. Ja, und Blau ist hier auch noch knapp über dem Kurs. Das wird sich morgen übermorgen ändern. Da wird die Blaue dann hier unten drunter laufen, ein Stückchen, aber nur ein paar Tage. Und wenn der Kurs dann steigt, dann kommen wir hier auch sofort mit der Blauen wieder über den Kurs. Ja. Görsch-Trend wird hier gerade wieder auch ein bisschen stärker, hat zuletzt hier etwas geschwächelt. Monster Beverage, muss ich auch noch mal kurz gucken. Nach Earnings, ja, das ist immer wichtig, gerade wenn man sich mitten in der Earnings-Saison befindet. Da müssen wir hier also auch noch mal kurz schauen. Und dann sehen wir, wow, okay, Earnings haben wir am 3. März. Das ist nicht ideal. Ja. Wir haben morgen schon den 16. Februar. Das sind also gerade mal 2 Wochen. Das finde ich nicht ideal. Das ist mir zu dicht dran. Da kann es ungünstige Überraschungen geben, gerade bei allem, was im Moment so Konsumgüter sind. Monster Beverage ist ja eben aus dem Getränkebereich viel schwer einzuschätzen. Ja, komischerweise laufen die ganzen Bierhersteller in Amerika ganz gut. Die machen auch wirklich gute Geschäfte. Die haben zum Teil ein Wachstum gesehen, ja, gegenüber letztem Jahr. Bei uns sieht das Ganze im Moment komplett anders aus. Heineken und Co. müssen einen Großteil ihrer Produktion wegkippen, weil das Bier halt schlecht wird, weil die Kneipen zu haben, die Restaurants zu haben, da nicht viel gekauft wird. Fällt mir ein bisschen schwer, das jetzt hier bei Monster zu beurteilen. Deswegen würde ich das hier weglassen. Und dann haben wir hier noch kurz AMD. Finde ich richtig schön. Gefällt mir extrem gut, weil da hatten wir hier Earnings. Ja, weiß ich zufällig, weil ich einige Positionen sowohl in Options als auch in Stocks und auch mit Cap-Bonus-Zertifikaten hier auf AMD halte. Deswegen habe ich die ganz gut im Blick im Moment. Da haben wir hier einen Earnings Gap Down gesehen, obwohl die Earnings extrem gut waren. Ja, die waren wirklich nicht schlecht, aber wir haben einen Down Gap gesehen, haben dann hier noch 3 Tage weiter Druck gehabt und sind jetzt wieder in der Aufwärtsbewegung. Aber für einen neuen Trade ist die Situation hier einfach nicht gut gerade. Ja, wir müssten zum einen erstmal sehen, auf dem Wochenchart ist das hier das Breakout-Level 96,07. Über 96,07 wird es mittelfristig wieder interessant. Darunter wird es schwierig. Ja, und hier auf dem Tageschart sehen wir eben auch, wir haben da den großen Widerstandsbereich. Ja, und das ist einfach nicht ideal. Jetzt für einen Neueinstieg ist es nicht ideal. Ja, ein guter Einstieg bei AMD war hier. Da war ein gutes Einstiegslevel beim Ausbruch aus dieser ersten Bullflag, als zu erkennen war, dass wir uns hier in der Bodenbildung befinden. Aber jetzt zum aktuellen Level kommt das für mich nicht in Frage. Und das Letzte, was wir hier noch haben, ist Intuitive Surgical. Ja, ähnlich. Na, wir sind hier am Widerstandsbereich, finde ich auch alles nicht so ideal. Na, hier ist oben immer wieder abverkauft worden, einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal. Wir sind schon wieder kurz vor diesem Bereich. Auch hier ist es so, der Einstieg hätte früher erfolgen müssen. Ja, und zwar, als wir hier eine Sequenz steigende Tiefs aufgebaut haben und dann hier drüber gelaufen sind. Das wäre ein Einstiegslevel, das hätte ich sehr, sehr gerne genommen. Ja, meinetwegen auch noch am Tag danach hier. Da ist auch das Signal gekommen vom Durchbrechen hier der violetten Linie. Hier ist das Signal gekommen vom Ausbruch aus der Wolke. Das wäre alles noch in Ordnung gewesen. Das hier ist mir leider jetzt auch etwas zu spät. Okay. Das bedeutet aber am Ende, wir haben jetzt über die ganzen Werte, die wir uns angeschaut haben, haben wir jetzt hier 2 Setups, die wir reingelegt haben. Zum einen CSX, zum anderen Merck.
Die lasse ich da drin, die lasse ich auch laufen und zum nächsten Termin schauen wir dann, wie das Ganze sich verhalten hat. Dann können wir auch gerne so ein bisschen mal ins Trade Management reingehen und gucken, wie sich das Ganze da verhalten hat. Ich schaue noch mal ganz kurz in den Chat. Ich glaube, da haben wir jetzt auch alles beantwortet, was wir da drin haben. Jo, super cool. Ja, dann, oh Wunder, wir sind mit allen Signalen durch, wir sind fertig, ja, aber auch nur, weil wir jetzt nur den Nasdaq angeschaut haben und uns nicht mehr die 500 S&P-Werte zu Gemüte geführt haben. Ja, aber wenn ihr da Spaß dran habt, euch das so mal anzuschauen, lade ich euch gerne ein, testet auch, selbst wenn ihr ein FX-Flat-Konto schon habt, wenn ihr den Agena Trader benutzt, ihr könnt über diesen Punkt My-Account hier für jedes Add-on eine 2 Wochen kostenlose Testlizenz beantragen. Dann da sucht ihr euch das TTS, das Top Trader Signals raus. Und dann könnt ihr diesen Arbeitsplatz im Prinzip einfach mal verwenden. Könnt für alle Aktien, die euch vielleicht interessieren, damit mal durchgucken. Und ich denke, das könnte dem einen oder anderen doch sehr, sehr gut helfen. Und ja, würde mich da auch über Rückmeldungen freuen, ob euch das weiterbringt oder nicht. Ja, ansonsten, vielleicht ist der Nelson noch da und hat irgendwie den nächsten Termin auf der Uhr. Ich habe den nämlich gerade nicht Natürlich. präsent. Natürlich bin ich da. Hervorragend. 22. Ja. März. 22. März. Okay. Korrekt. Also haben wir etwas mehr als 4 Wochen, genau, in 5 Wochen. Und ja, dann schauen wir mal, wie unsere beiden Trades, die wir hier heute geplant haben, gelaufen sind. Und dann suchen wir da die nächsten Kandidaten raus. Ja, freue ich mich drauf. Und würde sagen, dann gerne bis zum 22. März allerseits und einen schönen Abend heute noch. Super, vielen Dank. Ich schließe mich den Feedbacks hier im Chat an. Vielen Dank für das Webinar. Hat Spaß gemacht und freue mich natürlich auch auf den zweiten Termin im März. Und an allen Teilnehmern auch natürlich auch ein riesen Dankeschön, dass Sie heute live dabei waren. Wünsche noch eine erfolgreiche Woche, noch einen schönen Abend. Passen Sie auf Ihre Positionen auf und die Aufzeichnung kommt natürlich so schnell wie möglich online. Bis dahin, alles Gute. Dankeschön. Tschüss. Ciao.